Neben den Kennzahlen, die wir für unsere Stichprobe angeben, die also Mittelwert, Median, Quartile, Modi, Mittelwert hatte ich schon, Varianz, vielleicht drittes Moment, Schiefe und Kurtosis unter Umständen noch, können wir unsere Stichprobe auch durch Plots beschreiben. Und das sollten wir auch tun, denn Plots sind, obwohl es ja letztlich nur eine andere Darstellung derselben Zahlen ist, für das Auge wesentlich informativer. Und unsere ganze Evolution ist nun mal daraus ausgelegt, Dinge sehen zu können. Das ist unser stärkster Sinn. Und wenn der Löwe auftaucht, das erkennen wir, auch wenn er im Wesentlichen noch aussieht wie das Gebüsch da im Hintergrund. Unser Auge ist sehr gut darauf gepolt, grafische Dinge wahrnehmen zu können. Warum sollten wir daraus keinen Nutzen ziehen? Deshalb erwarten wir in der Regel, dass in Ihrer Bachelorarbeit zumindest auch eine ganze Menge Plots auftauchen. Was gibt es denn so für Plots? Der einfachste Wert ist so ein Simple Plot. Der ist allerdings so einfach, dass man ihn dann in der Regel doch wieder nicht aufnimmt in die Arbeit, weil die Information, die da ist, kann man wahrscheinlich sich auch irgendwo anders herholen. Alles, was hier passiert, ist, dass ich für eine einzelne Variable die Werte auf der Y-Achse abtrage und dann jedes Mal so einen kleinen Kreis oder Punkt mache. So ein Simple Plot kann interessant sein, wenn ich drei oder vier Gruppen nebeneinander stellen will und ich sowas sagen möchte, wie es kommt nicht nur auf den Mittelwert an, sondern hier ergeben sich bestimmte Gruppen zum Beispiel. Ja, wenn hier eine große Gruppe ist und da passiert lange nichts und hier ist noch eine große Gruppe, das kann ich an einem Simple Plot ganz gut sehen. Wenn ich da dann damit ankomme, dass ich sowas sage, ja, drittes Quartil und erstes Quartil liegen dicht beieinander, kann man kognitiv vielleicht wahrnehmen, aber es nicht sofort die Information draus zu machen, dass das Ding offenbar aus zwei Gruppen besteht. Dafür kann so ein Simple Plot mal hilfreich sein. Der ist natürlich extrem einfach zu erstellen. Ich gucke mir nur die Werte an von jedem einzelnen Probanden, gucke, wo die hier sind und mache ein kleines Pünktchen. Wenn ich zwei davon habe, ist vielleicht hier die für die Männer, da für die Frauen daneben, mache ich das zweimal. Das geht sehr schnell von der Hand. Eine andere Art, den Simple Plot darzustellen, und die ist zumindest in der Psychologie, aber auch in den meisten anderen deutlich beliebter, sind sogenannte Boxplots. Letztlich sollen die Boxplots eigentlich auch nur Simple Plots sein, nur dass die Stellen, an der sehr, sehr viele Pünktchen sind, zusammengefasst werden. Also besonders wenn Sie irgendwie 1000 Pünktchen haben, dann sehen Sie da überhaupt nichts mehr auf so einem Simple Plot, dann ist alles nur noch ein langer Strich, egal was da, wie dicht das an der Stelle ist. Und jetzt versucht man das mit diesem Boxplot hier zu übernehmen. Der Boxplot hat ein paar Freiheitsgrade noch, also ein paar Sachen, an denen man das mal so oder mal so machen kann. Was aber immer gleich ist, ist in der Mitte ist so eine Box. Irgendwo muss der Name ja herkommen. Und diese Box, die geht vom ersten Quartil bis zum dritten Quartil. Also die Hälfte aller Probanden, die mittlere Hälfte aller Probanden befinden sich zwischen diesem und diesem Wert. Das weiß ich sofort, wenn ich so einen Boxplot sehe. Und in der Box drin befindet sich noch so ein Strich. Und dieser Strich gibt das zweite Quartil, also unseren Median, an. Genau die Hälfte meiner Probanden sind unterhalb dem, genau die Hälfte sind oberhalb dieses Striches. Was ein bisschen verschiedene Dialekte des Boxplots sind, die also unterschiedlich gezeichnet werden können, sind dann diese Striche hier, die nennen sich die Whisker. Und das Ende der Whisker ist unterschiedlich bei Boxplots. Das schreibt man dann üblicherweise, wenn man so einen Boxplot macht, dran, wenn man nicht glaubt, dass es sowieso offensichtlich ist. Häufig, ich glaube, das ist die häufigste Darstellung von Boxplots, nimmt man für diesen unteren Whisker einfach das Minimum und dann ist gut, dann ist da auch nichts mehr drunter. Man kann aber auch das zweite Perzentil nehmen, also 98% der Daten sind über diesem Punkt, 2% sind unter dem Punkt. Manchmal nimmt man sogar das zehnte Perzentil, 90-10-Aufteilung. Und eine ganz andere Art, dieses unteren Whisker zu bilden, ist drei Standardabweichungen unter dem Mittelwert. Diese drei verschiedenen Varianten hier, wie ich den Whisker wählen kann, und analog natürlich dann den oberen Whisker als 98., 90. Perzentil oder als drei Standardabweichung über dem Mean, stellen Sachen dar, wie man sogenannte Ausreißer erkennt. Das sind einzelne Probanden, von denen man annimmt, dass sie nicht derselben Verteilung folgen wie der Rest der Population.
Und üblicherweise will ich die Population als Ganzes beschreiben und die einzelnen Ausreißer möchte ich nicht mitbeschreiben, die möchte ich also ausschließen aus meiner Analyse. Und im Boxplot stelle ich das dann so dar, dass ich die unter dem Whisker mache. Also dieser Proband hier zum Beispiel, das ist jetzt ein einzelner Proband, dessen Wert ist dann wie im Simple Plot, einfach nur auf der Y-Achse der entsprechende Wert. Dieser Proband ist jetzt in den letzten 2%, in den letzten 10% oder drei Standardabweichungen unter dem Mittelwert. Und ich glaube also nicht mehr, dass dieser der Grobverteilung meiner Leute folgt und könnte ihn jetzt zum Beispiel aus der Analyse ausschließen. Genauso mit diesen beiden hier oben, die halt noch ganz weit außerhalb liegen. Das sind noch zwei einzelne Leute, die noch so drüber stehen. Also Boxplot, merken, die einzelnen Punkte sind einzelne Probanden, die über den Whiskers liegen. Diese Whisker, die gehen vom dritten bzw. ersten Quartil hoch bis zur Obergrenze bzw. bis zur Untergrenze. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Und innerhalb der Box findet sich dann auch der, also die Box geht von ersten bis dritten Quartil in der Mitte der Median nochmal. Es kommt auch vor, dass man bei Boxplots noch eine gestrichelte Linie oder eine ganz dicke Linie noch hinzufügt, die dann den Mittelwert bezeichnen soll. Das sollte man aber, wenn man das macht, in jedem Fall dran schreiben, weil das nicht klar ist, dann welcher Median und welcher Mittelwert ist. Ja, dann gibt es die Barplots, die sind so einfach, wie man sich's wünschen kann. Die sind noch etwas einfacher als der Simple Plot. Die stellen jeweils nur einen einzelnen Wert und dessen Unsicherheit dar. Ja, also hier zum Beispiel für Bedingung 1 in meinem Experiment kam als mittlerer Wert, also als Durchschnitt in meiner Stichprobe 27 raus. Dann mache ich hier diesen Balken von dem Bar. Ein Barplot heißt Balkenplot, einfach nur bis zu 27 hoch. Und dann baue ich hier diese Whisker ran, ähnlich wie bei den Boxplots. Und die beschreiben jetzt meine Unsicherheit. Hier, ne, Durchschnitt, hier die Unsicherheit. Da gibt es wieder verschiedene Dialekte, wie man die Unsicherheit beschreibt. Das gibt im Wesentlichen drei Sachen, was diese Fehlerbalken darstellen können. Auch das sollte in einer guten Arbeit irgendwo mit dran stehen, in der Figurenunterschrift zum Beispiel, in der Beschreibung der Figur. Das könnte der Standardfehler sein. Sie erinnern sich, das ist die Standardabweichung der Statistik, mit der ich das gemessen habe, also Standardabweichung des Durchschnitts. Es kann aber auch selbst die Standardabweichung sein von dem Wert selbst. Manchmal ist das interessant. Ich möchte das darstellen, zum Beispiel, dass die, weiß ich nicht, in Bedingung 2 viel stärker gestreut haben als in Bedingung 1. Dann gebe ich hier vielleicht die Standardabweichung als diese Whisker an. Und die letzte Möglichkeit ist das Konfidenzintervall. Was das genauer ist, da kommen wir nochmal drauf zurück. Und wenn ich mehrere Werte gleichzeitig abtragen will, und das kommt in der Psychologie nicht so selten vor, na, ich habe hier irgendeinen Wert 1, das ist zum Beispiel die Körpergröße, und Wert 2, das ist das Körpergewicht, dann stelle ich jeden einzelnen Probanden hier als Punkt dar, ähnlich wie beim Simple Plot, aber diesmal halt nicht nur auf einer Achse, nicht auf einem Zahlenstrahl, sondern dann in so einem Diagramm. Das ist genau das, was wir auch in der Schule gemacht haben, ne? Kleine Xe für jeden einzelnen Punkt, den wir haben. Und dann ergibt sich so eine Punktewolke. Und man kann jetzt an dieser Punktewolke besonders Zusammenhänge zwischen den Variablen meistens ganz gut erkennen. Also hier diese beiden zum Beispiel scheinen positiv korreliert zu sein. Hier ist so ein kleiner Ausreißer. Das ist ein sehr großer, aber trotzdem sehr, sehr leichter Mensch. Oder umgekehrt. Und prinzipiell folgen die aber so einer positiven Korrelation hier. Solche Sachen erkenne ich am Scatterplot ziemlich gut. Also Scatterplot, wenn ich zwei Variablen gegeneinander darstellen möchte. Ich kann den Scatterplot auch dreidimensional machen, wenn ich drei darstellen möchte. Dann würde ich hier noch eine so nach hinten gehen, dann gäbe es hier drei. Das wird aber schon ziemlich schwierig zu sehen. Und ab vier Dimensionen müsst ihr sehr viel Fantasie haben, um das noch vernünftig darzustellen. Gibt es aber, es gibt Abbildungen so mit vier Dimensionen, wo dann also drei Dimensionen abgebildet sind und dann hängen davon ganz viele nebeneinander und man kann so die vierte Dimension auf diese Weise beobachten. Ist aber anspruchsvoll und man muss ziemlich viele Probanden haben, dass man da noch was Sinnvolles sehen kann. Ja, und dann gibt es auch als Variante des Simple Plots das Histogramm. Hier sind ein bisschen anders als beim Simple Plot, wo wir jeden Wert darstellen. Stellen wir hier, packen wir ein paar Werte hier in eine Kategorie, in ein Basket zusammen. Also die Werte sind jetzt hier auf der X-Achse abgetragen und wir haben statt die einzelnen Werte aufzutragen, wenn ich einfach ein Simple Plot jetzt
horizontal machen würde, wären hier lauter kleine Kreuzchen. Stattdessen mache ich so einen Korb von 0 bis 5. Und alle Probanden, die von 0 bis 5 Werte haben, die zähle ich. Und die Häufigkeit, die Frequency, das ist die Häufigkeit, trage ich dann auf der Y-Achse ab. Ja, also 0 bis 5 kam relativ selten vor, 5 bis 10 etwas häufiger, 10 bis 15 noch etwas häufiger und so weiter. So ein Histogramm ist ganz schön, man braucht aber auch hinreichend viele Probanden, dass man hier überhaupt was sehen kann. Aber wenn man genug hat, dann kann das Informationen geben. Man kann aus einem Histogramm zum Beispiel ganz gut den Modus abschätzen, ne? Ich würde hier vermuten, der globale Modus von dieser Verteilung ist zwischen 20 und 25. Und wenn wir noch ein paar Probanden mehr haben, erkennen wir vielleicht, ob dieser Anstieg hier, ob das Zufallsrauschen ist oder ob das systematisch ist, könnte sich hier noch ein lokaler Modus befinden. Also Modi erkenne ich ganz gut an Histogrammen. Letztlich Histogramm und Simple Plot im Wesentlichen dasselbe, nur dass ich das Ganze horizontal abtrage und die Punkte nicht einzeln ankreuze, sondern immer so kleinen Bereichen zusammenfasse und dann die vertikale Achse nutze, um anzuzeigen, wie viele Probanden in diesem Bereich drin sind. Beim Histogramm muss ich eine Entscheidung treffen, wie groß ich diese Körbchen hier unten mache. Das hängt natürlich wieder an meiner Probandenzahl. Je mehr Probanden ich habe, desto kleiner kann ich mir leisten, die hier werden zu lassen. Und desto genauer wird dann die Kurve, desto präziser kann ich die Werte abschätzen. Wenn ich aber zu wenig Probanden in den einzelnen Körbchen drin habe, dann sind das nur noch Nullen und Einsen, dann kann ich hier unten nichts mehr erkennen. Ja, dann geht hier ganz, ganz feine, kleine Eckchen überall los und ich kann das nicht mehr im Auge zusammenfassen. Hier sehe ich ganz gut, ja, hier sind offenbar die meisten so im mittleren Bereich, immer weniger zu den Rändern.